Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Es gab einen kleinen Patch, wir mussten nichts runterladen. Zum einen gab es einen Buff für die G7, einen Nerf für die Triple Take und so weiter und so fort. Ich gehe gleich ins Detail vorab. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was haltet ihr bis jetzt von Season 11? Findet ihr es geil? Wie war euer Start servertechnisch? Wie findet ihr die neue Map? Zu groß, zu klein? Gerade richtig und so weiter und so fort. Ich finde die neue Map ja tatsächlich vielleicht ein Ticken zu groß, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Aber ansonsten fand ich den Start von Season 11 tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wir fangen jetzt an. G7-Änderung zeige ich euch gleich auf dem Trainingsgelände. Triple Take, fangen wir mal an. Sie wird genervt. Ihr Headshot-Multiplikator wird reduziert auf 1,75. Ich habe aber keine Zahlen, wie hoch der vorher war. Ich denke mal 2,0. Respawn hat es nicht geschrieben, hat aber nur gesagt auf 1,75 reduziert. Eva 8 ebenfalls ein kleiner Nerf. Da war der Grundschaden, glaube ich, 7. Weiß ich aber auch nicht. Hat Respawn auch nicht geschrieben. Aber der Grundschaden pro einzelne Kugel aus der Streuung wurde auf 6 reduziert. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Die Eva 8 ist immer noch eine sehr, sehr starke Waffe. Dann ist es jetzt endlich wieder möglich. Ich wusste gar nicht, dass es entfernt wurde, aber das Easter Egg, dass wir in der Third-Person-Perspektive auf dem Trainingsgelände rumspringen können, funktioniert wieder. Allerdings ist es aber noch immer so, und das ist eigentlich das, was ich dachte, dass es entfernt wurde. Wir gehen immer noch drauf, wenn wir die Legenden wechseln. Ich habe aktuell keine Ahnung, warum. Ich zeige euch gleich die G7, was da gebufft wurde, anhand von Amped Cover und so weiter. Es gab auf der neuen Map noch Probleme, dass es an bestimmten Stellen so war, dass du ein Hindernis hattest und das konntest du reinlaufen, dann bist du unter die Map gefallen. Das soll wohl reduziert bzw. behoben worden sein. Den Double Tap Trigger, den findet man nicht mehr bzw. den kann man nicht mehr craften. War sinnlos, den Double-Tap-Trigger gab es nur für die G7. Warum der drin war, weiß keiner so genau. Und jetzt zeige ich euch mal die Werte der G7. Zum einen wurde die Munition von 100 auf 140 erhöht. Das ist eine ganze Menge. Ich habe bis jetzt, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ich habe bis jetzt noch nicht einmal die G7 in dem Care Package gefunden, was mich mega nervt. Ich kriege, glaube ich, zu 70% die Kraber, dann kommt die Spitfire und die Alternator, die teilen sich so ungefähr die Wahrscheinlichkeit. Aber die G7 habe ich bis jetzt nicht einmal gefunden. Der Headshot-Multiplikator für die G7 wurde auf 2,0 erhöht. Und jetzt fliege ich ja einfach aus dem Trainingsgelände, das ist ja sehr praktisch. Okay, wir machen jetzt hier wieder weiter. Die Werte Kopfschussschaden Multiplikator 2,0. Wir waren vorher bei einem Headshot-Schaden von 63, sind jetzt bei 72. Ordentlich. Mit dem Amped Cover sind wir vorher bei 75 gewesen, sind wir jetzt bei 86. Krasse Änderung, finde ich. Dadurch, dass man die G7 eh selten findet, ist man auf jeden Fall relativ mächtig, wenn man mit der Waffe dann auch gut trifft, wenn man sie denn findet. Double Tap Grundschaden 126 waren es vorher, jetzt sind es 144 und mit dem Amped Cover waren wir vorher bei 150 und jetzt bei 172. Also das ist schon echt ein heftiger Buff, wie ich finde. Wie gesagt, dadurch, dass man sie nicht ganz so oft sieht, ist das, ja, muss man dann sehen. Was ich noch bemerken wollte, habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Es gab ein Problem auf den Konsolen mit dem Aim Assist, ist aber jetzt seit einigen Tagen wieder normal. Ich glaube, das ging keine zwei Tage. Der Aim Assist Wert war auf den Konsolen, nur auf den Konsolen, dem PC 1:1 angepasst. Das heißt, der Aim Assist auf den Konsolen war schwächer, wurde aber nach ein, zwei Tagen wieder behoben. Ohne dass man es gemerkt hat, wurde das gefixt und jetzt ist der Aim Assist wieder genauso stark, wie er auch sein sollte. Ladies and Gentlemen, das war's von diesem ersten Patch in der neuen Season. Wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr von der neuen Season bis jetzt haltet, was ihr von den Patch Notes haltet und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.